So, jetzt hat die gute Frau, weil wir sie so schlecht bezahlen, noch das vierte Mikro mitgenommen. Für die wichtigen Aussagen reicht. Naja, gut. Aha, dafür hat man den Jörg. Also, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, wir haben viele hochrangige Gäste heute hier, deswegen mache ich es ganz kurz und sage einfach nur Hallo und Hurra. Sehr schön, dass Sie heute hier sind. Wir starten in die C-Night. Die anderen drei Freunde und Kollegen werden noch sagen, was sie antreibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen wird ein Traum für mich wahr, wenn man vor, na, vielleicht 2 Jahren gesagt hätte, die CDU macht eine Veranstaltung zur Netzpolitik und da ist das Adenauer Haus nicht nur bis auf den letzten Platz gefüllt, sondern wir müssen, jetzt inzwischen stehen auf dem dritten Stockwerk schon Leute, wir müssen die obersten Stockwerke öffnen, dann hätten viele gesagt, naja, bei der CDU locker bleiben. Also insofern ist das zwar immer noch so, dass wir der Meinung sind, man muss bei der digitalen Agenda viel tun, da sind noch jede Menge Baustellen offen, aber mit Blick darauf, dass wir inzwischen eine Situation haben, dass sich die Minister des Kabinetts darüber streiten, wer eigentlich jetzt der echte Internetminister ist, dafür, dass wir jetzt einen eigenen Ausschuss haben, finde ich, haben wir die Entwicklung ganz gut vorangetrieben. Und wenn man aktuell die Tagespolitik sieht, dann merkt man, wie sehr das Thema alle beschäftigt. Aufgrund des Streiks der Lokführer, die ja jetzt momentan der stärkste Treiber der digitalen Agenda sind, hat die Bahn eine Arbeitsgruppe eingesetzt, wie man künftig das fahrerlose Fahren der Züge besser organisieren kann. Also man sieht, da tut sich jede Menge. Ich freue mich sehr, heute Sie hier begrüßen zu dürfen. Gleich spricht noch die Bundeskanzlerin zu uns. Wir haben ein paar spannende Diskussionen vorbereitet und dann soll am Abend natürlich noch Zeit sein für viele gute Gespräche, Diskussionen und Impulse. Und deswegen darf ich jetzt gleich das Wort weitergeben an Thomas Jarzombek, mit dem ich damals das C-Netz gründen durfte, der ein netter Kollege aus dem Ausschuss ist, da jetzt auch mein Chef als AG-Sprecher für die digitale Agenda. Thomas, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, lieber Peter. Und bevor ich an meinen Chef, den Jörg Müller-Lietzku, gleich weitergebe im C-Netz, glaube ich, kann man sagen, als wir vor 5 Jahren mit Digitalpolitik im Bundestag angefangen haben, da haben da manche noch drüber gelächelt und gefragt, ist das Thema relevant? Und ich glaube, wenn man das volle Adenauerhaus sieht, dann wissen wir spätestens heute, das Thema Digitalpolitik ist sehr relevant auf der Berliner Bühne. Und das ist gut so. Ich glaube, wir sind gerade in diesem Jahr weit gekommen. Wir haben im Bundestag einen Ausschuss für die digitale Agenda. Die Bundesregierung hat eine digitale Agenda beschlossen. Die Bundeskanzlerin hat ihren Schwerpunkt in der Haushaltsrede auf die digitale Transformation gelegt. Und bei der Wahl in der Kommission haben wir uns für den Digitalkommissar mit Günther Oettinger entschieden. Und das zeigt, dass in der CDU das Thema verstanden wurde und Priorität hat. Das ist ein gutes Thema. Und ich glaube, wenn wir hier heute in die C-Night starten, ist noch Luft für 3 ganz kurze inhaltliche Anmerkungen. Das erste ist, und das habe ich auch vom Jörg Müller-Lietzku gelernt, wir müssen als digitalen Treiber die Kommunen viel stärker ins Auge nehmen. Die Kommunen müssen ertüchtigt werden, den digitalen Wandel vor Ort zu machen. Nicht nur Breitbandausbau, E-Government, Open Data, Entrepreneurship, all diese Dinge. Das werden wir hier auch gleich besprechen. Das zweite ist, ich komme gerade aus dem Bundestag und ein wunderbares Zitat war, dass es eine Inkubationswirkung für Innovationen hat und eine Senkung von Markteintrittsbarrieren für Startups. Das Thema ist Open Data. Ein Thema, was wir noch nicht so zur Chefsache gemacht haben, wie wir es eigentlich brauchen. Und ich glaube, auch das werden wir heute herausstellen, Open Data ist nicht nur ein Thema von Transparenz, sondern auch ein Thema von Jobs und von Innovation. Und das dritte ist das Thema Leistungsschutzrecht. Ich habe mich gestern einmal dazu hinreißen lassen, zu sagen, es ist ein gutes Gesetz, weil man den Eindruck gewinnen konnte, dass die Auswirkungen überschaubar seien. Ich treffe aber seitdem unentwegt Leute, die mir sagen, mit welchen Methoden da teilweise vorgegangen wird und welche Auswirkungen das für Startups, aber auch für unsere deutsche digitale Wirtschaft hat. Und deshalb glaube ich, wenn wir über diskriminierungsfreie Zugänge reden, gerade auch bei der Netzneutralität, wenn wir darüber reden, die deutsche Digitalwirtschaft zu stärken und zu fördern, wenn es so ist, dass die Verleger immer wieder mit dem Kartellrecht kommen, dann müssen wir jetzt an dieser Stelle aber auch mal die Frage stellen,
Kann es denn richtig sein, dass die Verleger Google ihre Daten schenken, vom deutschen Mittelstand aber dafür Geld haben wollen? Und ich glaube, dabei darf es nicht bleiben. Das Leistungsschutzrecht darf nicht so gelebt werden, dass es ein Sperrprogramm für die deutsche IT-Wirtschaft und die deutschen Startups wird. Gleiches Recht für alle. Und jetzt gebe ich weiter an Professor Jörg Müller-Lietzko, meinen Co-Vorsitzenden im C-Netz und den tatsächlichen, ich habe gesagt, er kannte sich auch keine Haare mehr ausraufen bei dieser Veranstaltung. Danke, einen schönen guten Abend auch, oder Nachmittag, aber wir haben es mal Night genannt. Nächstes Jahr machen wir vielleicht Day and Night. Schauen wir mal, auf jeden Fall am 28.03.2012 folgende E-Mail von dem Herrn neben mir. Machst du bei unserem Verein als Gründungsmitglied mit Peter Tauber and I would be very glad about that. Ich wusste nicht, welcher Verein, aber ich habe mal Ja gesagt und kannst du das schon mal kundtun? Schrieb er mir eine E-Mail, hiermit kundgetan. 2,5 Jahre später, Sie alle hier. Wahnsinn, ja? Und ich begrüße Sie auch ganz herzlich im Namen des C-Netzes. Das C-Netz ist ein Verein, der sich als bürgerlicher Verein für Netzpolitik sieht. Wir sind in der Unionsfamilie bestimmt gut verankert, aber wir haben auch eine gewisse Eigenständigkeit und Thomas hat gerade schon ganz tolle Themen angesprochen. Eins möchte ich hinterhergeben, was mir auch natürlich originär wichtig ist, die Bildung. Ja, und ich glaube, dass die Hochschulen genauso wie die Schulen, wir werden heute, glaube ich, viel über die Schulen lernen, wenn wir über digitale Bildung sprechen, aber auch die Hochschulen sind aufgefordert, sich hier zu stellen, viel weiter zu öffnen, weiter nach vorne zu gehen und auch hier wird das C-Netz hoffentlich in Zukunft massive Impulse geben. Und zwar einerseits in die Richtung, Lehre und Lernen zu verbessern und zum anderen natürlich aber auch das Thema der Startups, wir haben es eben schon angesprochen, das ist wirklich ein Kernthema der Digitalisierung. Wir brauchen die, die werden Neuland nicht nur besiedeln und fruchtbar machen, sondern das sind die Mutigen, die vorangehen und die brauchen wir auch als Motoren. Ich freue mich auf einen wahnsinnig spannenden Abend, darf nicht lange reden, weil der Peter gesagt hat, du bist Akademiker, du redest zu lang. Deshalb zu einem erstklassigen Partner aus der Erstligastadt Paderborn weitergeleitet, Carsten Linnemann. Herzlichen Dank. Genau, der SC Paderborn. Ich darf Sie auch herzlich willkommen heißen im Namen der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung. Wir haben jedes Jahr immer so drei Fokusthemen. In diesem Jahr ist es das Thema Rente, dann das Thema kalte Progression und das Thema Digitales. Das bleibt es auch in den nächsten Jahren, weil es das Zukunftsthema ist. Wir sprechen viel über das Thema Industrie 4.0. Ich glaube, es ist ein Glücksfall, dass dieses Land festgehalten hat an der Industrie, an dem industriellen Mittelstand. Viele Länder haben sich verabschiedet und jetzt kommt es darauf an, diese Industrie in die nächste Stufe zu heben. Und da brauchen wir die Verzahnung der digitalen Welt mit der industriellen Welt. Das ist das zentrale Thema. Aber bei uns im Mittelstand, wir haben 30.000 Mitglieder innerhalb der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung. Die sind natürlich alle betroffen. Ich sehe das auch zu Hause. Meine Eltern haben zwei Buchhandlungen und mein Vater hat es geschafft, wenn ich das so sagen darf, die digitale Welt, also den digitalen Handel zu verzahnen mit dem stationären Handel und sieht, es ist ein Erfolgsmodell. Und deshalb müssen wir Lust machen auf Selbstständigkeit, auf die digitale Welt. Wir müssen Start-up-Leute Mut machen und sie nicht aufhalten mit Bürokratie. Wir fordern deshalb eine Schutzzone für Start-up-Unternehmen in Deutschland, dass sie in den ersten 3 Jahren befreit werden von Bürokratie, von Dokumentationspflichten, von Statistikpflichten und was es da nicht alles gibt. Ich glaube, das ist die zentrale Aufgabe und vielleicht gibt es ja heute einen Impuls. Wir bedanken uns, wenn ich das sagen darf, dass Sie heute hier sind und wünschen Ihnen alles Gute, viel Freude und bleiben Sie heiter und heute Abend noch ein bisschen länger. Herzlichen Dank.